willkommen im Hotel Silber. Mein Name ist Lea Berg. Ich arbeite im Haus der Geschichte Baden-Württemberg und bin hier für das Hotel Silber mit zuständig mit einigen Kolleginnen. Ist ein bisschen lauter. Ich muss laut reden. Okay. Nee, die Akustik ist hier wahrscheinlich. Also herzlich willkommen im Hotel Silber. Ich freue mich sehr, Sie hier begrüßen zu dürfen zu der heutigen Veranstaltung. Opfer der NS-Militärjustiz, Hinrichtungen auf der Dornhalde. Die Veranstaltung ist eine Fortsetzung der Fahrradexkursion am vergangenen Samstag, bei der ja auch ein paar von Ihnen, glaube ich, teilgenommen haben. Ich freue mich sehr, Sie im Namen auch unserer KooperationspartnerInnen begrüßen zu dürfen. Einmal der Initiative Lern- und Gedenkort Hotel Silber. Da ist Friedi Haken heute da und wird gleich auch noch ein paar Worte sagen. Und der Geschichtswerkstatt Degerloch. Friedi Haken wird jetzt gleich noch was zum Ablauf sagen. Entschuldigung. Und ich wünsche Ihnen und uns schon mal einen spannenden Abend und Austausch. Genau, ich bin es auch nicht so gewohnt, ins Mikro zu sprechen. Von mir auch auf jeden Fall herzlich willkommen und schön, dass Sie an so einem schönen, warmen Sommerabend hierher gefunden haben. Mein Name ist Friedi Hartl, ich bin im Vorstand der Initiative Lern- und Gedenkort Hotel Silber. Wir haben uns entschlossen, wir machen die Begrüßung ganz kurz, dass wir genug Zeit haben für die spannenden Inhalte. Zum Ablauf, Dr. Bertram Maurer wird erstmal einen kurzen Vortrag zum Thema halten und dann wird es eben ein Podiumsgespräch zwischen Dr. Christine Lehmann und den beiden Enkeltöchtern, genau wie Sie auch lesen können, von Ewald Huth, Ulrike Kroneisen und Gabriele Becker geben. Vielleicht kurz als Information, Sie sehen hier in der Mitte an der vorderen Säule eine Kamera. Es wird nur gefilmt, was sich sozusagen hier vorne abspielt. Nachdem wir dem Podiumsgespräch zuhören dürfen, danach wird es die Möglichkeit geben, auch Fragen aus dem Publikum mit einzubringen. Da werden wir die Kamera dann ausstellen, also Sie werden nicht gefilmt. Das als Information, eine von uns beiden oder wir beide werden mit dem Mikro dann durch den Saal gehen, dass man Sie auch einfach gut versteht. So viel ganz kurz. Ich wünsche uns auch allen eine interessante Veranstaltung und würde weitergeben an dich, Bertram. Das Mikro hat sie in sich. Ebenfalls einen guten Abend von mir. Mein Name ist Bertram Maurer. Ich bin Mathematiklehrer in Rente, habe noch ein paar alte Unterrichtseinheiten übrig, die ich mal vorstellen wollte vor größerem Publikum. Also mit diesem Thema der Militärjustiz befasse ich mich seit 2016 und zwar im Zusammenhang mit der Gründung des Garnison-Schützenhaus-Vereins, wo ich Gründungsmitglied bin. Da war klar, dass man sich mit der Geschichte von dem ehemaligen Schießplatz Friedhof befassen muss und insbesondere der Rolle, die die Militärjustiz dort gespielt hat. Üben, ins Mikrofon zu sprechen. Ne? Wir sehen hier rechts eines der Opfer, nämlich Ewald Huth, von dem heute die Rede ist. Und wir haben die Ehre, dass zwei Enkeltöchter von Ewald Huth den Weg auf sich genommen haben unter aktuellen Bahnverhältnissen von Freiburg bzw. Villingen-Schwenningen hierher zu kommen. Und die werden dann nachher mit Christine Lehmann ein Gespräch führen. Ich werde die drei Beteiligten an dem Gespräch nachher vorstellen. Ja. Wir schulden den Opfern die Erinnerung um der Gerechtigkeit willen. Das ist ein Zitat von Fritz Endemann. Fritz Endemann hat 1987, war einer der Mitgründer der Neuen Richtervereinigung. Ich nenne ihn deswegen jetzt hier an erster Stelle, weil mit ihm überhaupt in Stuttgart erst nach meiner Kenntnis die Beschäftigung mit den Verbrechen der NS-Justiz beginnt. Er hat 1989 in seiner Eigenschaft in der Richtervereinigung
Initiativen unternommen, dass man Gedenken an die Verbrechen, die in dem Gerichtsgebäude verübt wurden, öffentlich darstellt. Und bevor ich da ein paar Bemerkungen dazu mache, möchte ich kurz die Militärjustiz vorstellen. Ein Militärstrafgesetz, Buch gab es bereits im Deutschen Reich 1872, das blieb auch die Grundlage bis 1945, wurde aber fortwährend verschärft durch zusätzliche Gesetze und durch Sonderregelungen und Hitlererlasse. 1898 wurden die Militärgerichte eingeführt, 1920 wurden sie aufgelöst, Versailler Vertrag. 1933 haben die Nazis sofort beschlossen, Militärgerichtsbarkeit wieder einzuführen, obwohl es ja eigentlich nach wie vor nur die 100.000 Mann gab von der Wehrmacht. Und also 1. Januar 1934 gab es dann Militärjustiz. Die Wehrpflicht gab es damals noch nicht. Das Ziel der Militärjustiz ist immer, Disziplin herzustellen in der Armee. Das war aber nicht das Ziel der Nazis auch, aber weit darüber hinaus. Es ging darum, die Manneszucht durchzusetzen, Psychopathentum und minderwertige Veranlagungen auszumerzen. Das ist ein Zitat, das sind Zitate von Erich Schwinge, der ist der Kommentator vom Militärstrafrecht von 1936 und war ab 1941 Militärrichter in Wien. 1977 war er Professor und hat da die Geschichte der NS-Militärjustiz geschrieben. Also es war jetzt nicht die Geschichte von einem verwirrten NS-Täter, der jetzt sich alles zurechtlügt, so war die Wahrnehmung nicht, aber so war der Inhalt. Das heißt, das, was er dargestellt hat, war, dass die Auffassung zu der Zeit bis in die 90er Jahre war ja auch, dass die Wehrmacht sehr unter den Nazis gelitten hat, weil sie immer diese Verbrechen mit ansehen mussten, die da getan haben, dass sie nichts damit zu tun hatten. Und so waren diese Geschichte sagt, dass die Militärrichter versucht haben, das Schlimmste zu verhindern. Sie hätten dann zuweilen das Vokabular der Nazis verwendet, aber sie hätten immer rechtsstaatlich gearbeitet und wären eigentlich der rechtsstaatlichste Kern im gesamten NS-Staat gewesen. Erst 1987 mit Messerschmidt und Wüllner gibt es Untersuchungen, bei denen die wirklichen Verhältnisse untersucht wurden und auch Schätzungen über das Ausmaß. Und in den Schätzungen von Messerschmidt sind 30.000 Todesurteile gefällt worden und etwa 20.000 vollstreckt. Jetzt zu den Besonderheiten des Militärjustiz. Es ist nur eine Instanz. Die Gerichte waren den militärischen Strukturen zugeordnet. Das heißt, im Heer waren den einzelnen Divisionen Gerichte zugeordnet. Jedes Gericht hatte einen Gerichtsherr. Der Gerichtsherr war gleichzeitig Staatsanwalt, Verhandlungsleiter, also der Organisator des Verfahrens und Revision. Das heißt, wenn ein Urteil gesprochen worden ist, hat der Gerichtsherr sich das angeguckt und hat gesagt, nö, also ihr habt hier 10 Jahre Zuchthaus, wir brauchen 20. Ihr wollt ihn in Zuchthaus stecken? Nein, wir schicken ihn erst in ein Arbeitslager. Dann in die Front? Nein, ihr müsst nochmal neu verhandeln. Richter und Ankläger waren Volljuristen. Und das waren jetzt nicht durchgehend Nazis, weil das war ja nicht unattraktiv. Werde ich eingezogen, lande ich an der Front oder bin ich Militärrichter? Und das ist in der Regel nicht direkt an der Front. Also auch bei frontnahen Truppen ist man natürlich mit dem Militärgericht nicht mitten in der Front gestanden. Beisitzer waren Offiziere und Soldaten und zum Teil waren auch Verteidiger dabei. Die SS hat hier Himmler größten Wert darauf gelegt, gleichberechtigt mit der Wehrmacht zu sein
Deswegen musste es eigene SS- und Polizeigerichte geben, die unter zentraler Leitung von Himmler standen. Der eine Grund war das die Gleichberechtigung, das andere war, dass Himmler die SS als Speerspitze der kulturellen Neugestaltung sich sah und das Militärgericht, die Militärgerichtsbarkeit weiterentwickeln konnte. Das war straff organisiert durch ein Berichtsverfahren. Das heißt, Spielräume, die vielleicht jetzt noch bei Wehrmachtsgerichte gewesen wären, gab es gar nicht, sondern das wurde jedes Verfahren wurde genau berichtet und kontrolliert. Es gab insgesamt 1200 Militärgerichte und 2000 bis 3000 Richter. Ich kenne jetzt keinen Fall, dass ein Militärrichter bestraft worden ist. Es gab einige, die nicht mehr in den Justizdienst aufgenommen wurden. Die meisten, auch die drüben im Landgericht, haben noch viele Jahre ehemalige Militärrichter dort gearbeitet und unbehelligt. Ich habe jetzt hier von der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden Zahlen. Das bezieht sich nur auf das Heer, weil das Problem mit diesen Schätzungen ist natürlich sehr schwierig, aber das halte ich jetzt für eine zuverlässige Quelle. Nur Heer heißt die Marine, war nicht dabei, wo ja Filbinger Militärrichter war. Die Luftwaffe war auch nicht dabei. Und also es gab Luftgaus, nachdem die auch Gerichte hatten. Zunächst in die Urbanstraße 20, das Gebäude, in dem dort in einem Lichthof Enthauptung mit einer Guillotine stattgefunden haben, ist 1944 zerstört worden. Das ist ein Aufbau, das ist jetzt eine Suchaufgabe, die jetzt dem Foto natürlich gar nicht funktioniert, aber die, wenn man jetzt hier vorbeiläuft, dann fällt auch nicht auf, dass Fritz Endemann doch einen gewissen Erfolg hatte 1994, weil nämlich ein Fries angebracht wurde, kann man jetzt auch nicht lesen, den Opfern des Nationalsozialismus zum Gedenken. Hunderte wurden hier hingerichtet, den Lebenden zur Mahnung. Ich erinnere mich, in der Stuttgarter Zeitung stand drin, das ist jetzt eine wahre Meisterleistung, wir haben was gemacht, niemand sieht's. Das ist auch tatsächlich so. Ich bin dann, als ich in der Zeitung gelesen habe, bin ich hingegangen. Stimmt. Und jetzt sehen wir im Vordergrund Ulrike Kroneisen an diesen Stelen. Die sind das Ergebnis von der rot-grünen Koalition. Justizminister Stickelberger hat dieses Gedenken in die Gänge gebracht und die vereinbart, dass das Haus der Geschichte die Daten recherchiert und eine Ausstellung entwickelt, die dann im ersten Stock vom Landgericht sich befindet. Die Recherchen dazu hat Dr. Sabrina Müller gemacht. Der Katalog, den habe ich nicht mitgebracht, sondern der liegt hier immer. Also diese Tische kommen normal, also das Podium steht normalerweise in der Mitte und dann sind die da drauf, wo man das anschauen kann. Also auf jeden Fall, die Ausstellung und der Katalog sind sehr empfehlenswert. Also die habe ich jetzt nochmal genauer zu sehen. Ich fange jetzt deswegen damit an, weil bei den Enthauptungen nicht nur von bürgerlichen Gerichten, Sondergerichten, sonstigen Gerichten Personen hingerichtet worden sind, sondern auch 72 nach militärgerichtlichen Todesurteilen. Zwar sind das jeweils Feldgerichte gewesen und eine ganze Reihe von verschiedenen Gerichten an einer ganzen Reihe verschiedener Orte, also von Paris
Straßburg, über Stuttgart, also noch viele andere. Aber das ist jetzt, das ist nicht mein Thema. Und die meisten waren Deserteure. Zu den Deserteuren, es gibt bereits ein Deserteurdenkmal. Bei Deserteurdenkmal brauche ich gar nicht versuchen, die Namen von den Betroffenen in dem Denkmal unterzubringen. Das steht oben beim Theaterhaus, ist im Jahr 2001 aufgestellt worden und da gibt es seit längerem einen Beschluss, der aber noch nicht umgesetzt worden ist, dass das hier gegenüber aufgestellt wird. Also wenn das ganze Gelände da umgestaltet ist, weil die Initiatoren fanden, dass das da ein bisschen verloren in der Gegend steht. Und das, womit ich mich befasst habe, sind Hinrichtungen durch Erschießen in Stuttgart. Ich sage jetzt schon in Stuttgart. Und der aktuelle Stand ist, also als ich angefangen habe, waren 3 Fälle bekannt. Und ich kenne jetzt 30 Namen. Die bei der Recherche war eine außerordentliche Hilfe Lars Kofransky. Und natürlich das Stadtarchiv. Also ich habe jetzt erstmal angefangen, Sterbeurkunden, 27.000 Sterbeurkunden durchzugucken, bis ich dann gemerkt habe, dass die Erschießungen wurden da gar nicht gemeldet. Gut, also manche brauchen länger. Also und die meisten Daten, nicht alle, stammen aus der Wehrmacht aus Kunststätte in Berlin. Das ist eigentlich eine Behörde zur Anfrage, also die ist die größte Datensammlung zu Mitgliedern der Wehrmacht. Und die waren über Jahre die Anlaufstelle, wenn jemand zum Beispiel wegen irgendwelcher Versicherungen, Renten oder irgendetwas die nachfragen wollte. Und das heißt, das sind Millionen von Daten. Ich war da 5 Tage und habe da so gestört die Ordner und Karteikarten durchgeguckt, habe auch nach meinem Vater geguckt, der ist jetzt nicht vor dem Militärgericht gelandet, aber der war auch Soldat und habe dann über seine Verwundung das nachlesen können. Von den 30 stammen 3 aus Stuttgart, also nur 3, und deren Sterbeurkunde ist dann auch in Stuttgart. Die Hinrichtungen, von den Hinrichtungen haben 19 auf der Dornhalde stattgefunden, auf dem Schießplatz. Ich nenne jetzt eine Reihe, die Hidden Places. Also dieses Thema ist nicht an einem einem Ort, sondern dieses Thema der Hinrichtungen, die ist eingeschrieben in vielen Stellen in der Stadt. Und zwar in Stellen, wo man nichts davon weiß. Also vor der Initiative von Fritz Endemann war ja auch niemand bewusst, was da in diesem Landgericht passiert ist. Und jetzt gibt es eine ganze Reihe von Orten, bei denen sich herausgestellt hat, dass es eigentlich auch Dinge sind, die man vielleicht wissen sollte. 6 wurden auf dem Wohlgrundshof erschossen. Bei 5 ist man Stuttgart als Angabe, das heißt entweder einer von beiden oder durchaus auch möglich ein Dritter. Die Informationen sind ganz unterschiedlich. Man kennt von allen, also ich kenne von allen Geburtstag, Ort, Hinrichtungsort, Tag und von fast allen die Lage des Grabs, aber wesentlich darüber hinaus geht es nur in 7 Fällen. Dann aber Personalakten mit 100 Seiten. Das sind dann mögliche verschiedene Verfahrensakten. Der vollständigen Urteile habe ich nur in 2 Fällen. Die verurteilenden Gerichte waren in 25 der 30 Fällen bekannt. Und jetzt die Zuordnung zu den militärischen Einheiten. Da ist das Gericht der Division zur besonderen Verwendung Nummer 155, eine Reserveeinheit, die dann aber irgendwann mobilisiert wurde. Und der Verhandlungsort ist möglicherweise Weimarer Straße 20, weshalb, da komme ich gleich. Dann das Gericht
entsprechend Metersumme 165, ein Fall, das Gericht mit 405, neun Fälle, Verhandlungsort Feuerbacher Heide 40, das Gericht des Luftgaus 7, zwei Fälle und dann SNS und Polizeigericht Nummer 11, sieben Fälle, Verhandlungsort Wannenstraße 16, Gerichtsort, Gerichtssitz Etzelstraße 7. Zunächst zu den genannten Verhandlungsorten. Ich einen kurzen Zwischenschwenk. Es gibt eine Wanderausstellung über die NS-Justiz seit 2007. Wandert die, sie wandert immer noch durch Deutschland, die von der Stiftung Denkmal für die ermordeten Juden. Und interessanterweise, also das Zitat ist ja jetzt hier in Stuttgart, nicht nur in Stuttgart bekannt, bezieht sich auf unseren ehemaligen Ministerpräsident. Die Ausstellung, ich weiß nicht in wie vielen Orten die war, sie war in Ludwigsburg, sie war in Tübingen, sie war aber nicht in Stuttgart. Und das Problem ist, also jetzt niemand sagt, das dürft ihr nicht machen. Das erste Problem, ich habe auch mal versucht, ob man da jetzt einen Ort findet, das erste Problem ist, dass es 3,50 Meter hohe Stelen sind. Die sind wundervoll, aber die passen halt dann auch nicht überall hin. Also von daher ist das schon ein Moment. Aber ich würde jetzt als Stadt, wenn ich jetzt da politisch verantwortlich wäre, würde ich sagen, diese Peinlichkeit tue ich mir jetzt nicht an, dann stellen wir uns an die Schleierhalle. Also, oder was gerade tut. Und die Wanderausstellung habe ich jetzt deswegen erwähnt, das kann man jetzt wahrscheinlich nicht lesen, weil der dritte bekannte Fall von hier, der ist bekannt, den hat der Wolfgang Kress, der leider schon verstorbene geniale Stadthistoriker, bei der Ausstellung in Ludwigsburg gefunden. Es gibt immer dann einen regionalen zusätzlichen Teil zu dieser Wanderausstellung. Und jetzt machen wir das mal ein bisschen größer. Und da sieht man, das ist jetzt eine Mitteilung an die Wehrmachtsaufkunftsstelle. Und zwar vom Gericht der Division 405. Und das ist ein Schreiben aus der Feuerbacher Heide 40. Das ist das erste Mal, dass mir dieser Ort begegnet ist. Und ich habe dann nachher, also ich habe in Freiburg im Militärarchiv 52 andere Akten mit Militärverfahren durchgesehen und es gab verschiedene Verfahren, die in der Feuerbacher Heide stattgefunden haben, also keine, die zu Todesurteil geführt haben, sondern zu anderen Bestrafungen. Die Feuerbacher Heide 40 ist die Villa Levi, Max Levi, der Mitgründer von Salamander, hat die 1921 für sich bauen lassen, hat da mit seiner Frau und Familie gewohnt. Levi ist 1925 gestorben. Das Haus war dann nach Adressbuch bis 1943 in Besitz der Witwe. Das hatte ich erst nicht kapiert, weil die wieder geheiratet hat und dann steht erst Arnold drin. Und später hat sie nochmal geheiratet und dann steht Michel drin. Das ist aber jedes Mal Ida Levi. Und sie selbst ist 1939 geflohen oder vertrieben worden. Deswegen ist da zum Glück kein Stolperstein davor. Die Etzelstraße 7, das ist ja gleich um die Ecke. Und das ist jetzt hier Adressbuch 1943. SS und Polizeigericht Nummer 11, Etzelstraße 7, Telefonnummer funktioniert nicht mehr. Das Gebäude ist zerstört worden und heute, wenn man jetzt da vorbeigeht, das Foto ist hier von der KAV, also Katholische Agrarkliniker-Vereinigung Regio Nicaria, die haben jetzt nicht die Nachfolgeorganisation der SS, sondern die sind
selber mussten 1940 ihr Gebäude in der Staffelnbergstraße an die Stadt Stuttgart verkaufen und haben dann am 9. Februar 1950 hat dann der Gemeinderat beschlossen, dass sie dieses Gebäude, diese Ruine bekommen. Die, also dankenswerterweise sind ja im Stadtarchiv die Tagesordnungen und die Protokolle der Stadtratssitzungen, aber natürlich nicht der nicht öffentlichen Teile. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, wie da argumentiert wurde. Aber es ist auf jeden Fall klar, dass sie eine Entschädigung die bekommen haben. Die Wannenstraße 16 in diesem Gebäude, da hat bis 1942 Robert Mainzer, Rechtsanwalt, mit seiner Frau gewohnt, also ein hoch angesehener Rechtsanwalt und Notar. Und der wurde am 22. August 1942 nach Theresienstadt deportiert. Die größte Deportation von Stuttgart aus mit 1089 Deportierten. Letztes Jahr hat mitten in den Sommerferien eine Gedenkveranstaltung stattgefunden mit mehr als 500 Beteiligten. Also die sind da dann in Theresienstadt gebracht worden und dort umgekommen. Das Gebäude wurde enteignet, fiel an den Staat, also in Reichsbesitz. Und ich habe die Wiedergutmachungsakten durchgeschaut und da steht dann drin, dass dieses Gebäude unter der Regie von Himmler direkt betrieben ist. Ich habe versucht, bei den Nachbarn irgendwas zu erfahren, weil das ist eine Straße, da kennt jeder jeden. Und wenn jemand 80 ist, dann kann man davon ausgehen, dass er von seinen Eltern das vielleicht irgendwann mal erzählt gekriegt hat oder auch nicht, weil es nicht opportun war, dass man darüber spricht, wie auch immer. Also das ist auf jeden Fall diese Adresse jetzt erst mir aufgefallen, vielleicht auch jemand anderem, aber ich habe jetzt keine Quelle, wo das auftaucht. Und in diesem Gebäude ist Ewald Huth zum Tod verurteilt worden. Da komme ich aber noch drauf. Jetzt Weimarstraße 20, das ist das älteste Gebäude, das mit Justiz zu tun hat, Militärjustiz. Und zwar ist das direkt hinter der Rote Bühl-Kaserne. Und da war 1872 bis 1919 Arresthaus. Das heißt, da sind Soldaten dann in Karzer gesperrt worden. Und zu diesem Gebäude habe ich etwa 2 Meter Akten gefunden, wo dann jeder Balken, der da ersetzt worden ist. Interessanterweise, also Akten vor dem Kriegen halten sich besser wie nach dem Kriegen, weil nach dem Krieg habe ich wesentlich weniger. Also Akten. Und jetzt, da ist im Adressbuch das Gebäude auch als Gericht der Division Nummer 155. Also möglicherweise haben da auch Verhandlungen stattgefunden, vielleicht aber auch eine Verwaltung. Die Hinrichtungsstätten, inzwischen ist jetzt die, also vorher, das ist auch aus dem Katalog zur Wanderausstellung, hat nichts mit Stuttgart zu tun, aber wie lief eine Erschießung statt, wie hat die stattgefunden? Und da ist jetzt hier die an einem Pfahl festgebunden, der da hingerichtet werden soll, und hier ist seine Einheit aufgestellt. Das ist nicht immer gleich gewesen. Und das erste Glied ist das Exekutionskommando. Die sind dann, sieht man hier angezeichnet, die sind dann hier hin und haben dann geschossen. Da oben war dann noch ein Pfarrer auf Wunsch und da unten dann der Gerichtsrat und andere vom Militär. Die Dornhalde ist jetzt, was die Hinrichtungen betrifft, jetzt kein unbekannter Ort mehr. Also 1800,
1969 wurde der Schießplan gebaut, das ist jetzt aus späterer Zeit, aus dem Stadtplan. Und da sieht man diese Gebäude, drei von diesen Gebäuden stehen noch. Das ist eine Luftaufnahme, also hier ist nochmal der Plan vom heutigen Friedhof eingezeichnet, die Schießbahn. Und an dieser Stelle war der Maschinengewehrschießstand. Das ist eine Luftaufnahme von 1969, da sieht man dann auch diesen Schießstand. In dem Schießstand wurde bis 1968, in dem Maschinengewehrschießstand bis 1968 geschossen, bis 1965 von der Polizei, bis 68 von der Bundeswehr. Und dann wurde da ein Film gedreht, und zwar die 1974 das Stahlnetz. Dann habe ich jetzt ja illegal aus dem Film rauskopiert. Das ist die einzige Aufnahme, die ich jetzt davon habe, wie der Schießstand ausgesehen hat. Und so sieht es heute da aus. Das heißt, die Frau Kroneisen steht nicht immer da. Aber das ist die Stelle, an der der Schießstand war. Was mir, dass ich erst sehr spät kapiert habe, dass die Angabe bei einigen, zunächst mal bei einem, die in Richtung Burgholzhof ernst zu nehmen ist, dass wir tatsächlich Hinrichtungen stattgefunden haben. Und zwar bin ich dann davon ausgegangen, dass es in der Flandern-Kaserne dann Schießstand gegeben hätte. Und dann habe ich mit Norbert Brottmann das erzählt, der die Forschungsstelle unter Tage kennt, jeden Bunker hier in Stuttgart und jede Kasernenanlage. Der hat dann gleich gesagt, nee, das ist jetzt nicht die Flandern-Kaserne, das ist die Grenadierkaserne. Dann habe ich meine Karteikarten mal genauer angeguckt, und da ist jetzt in der Zeile steht, die halt hier Grenadierkaserne. Jetzt bin ich nicht viel schlauer, weil ich habe keine Ahnung, wo der war. Das hier ist jetzt aus dem digitalen Stadtlexikon, das man nur wärmstens empfehlen kann, weil man da 46 historische Karten auf den aktuellen Stadtplan legen kann und dann direkt vergleichen. Also ich bin absolut nicht in der Lage, wenn ich zwei Karten habe, die nebeneinander liegen, das wirklich zuzuordnen, und bin immer wieder begeistert davon. Sage ich jetzt nicht nur, weil die Chefin da ist, sondern das sage ich immer. Und wo da jetzt der Schießstand war, weiß ich nicht, weil es auch, hat mir Norbert Portmann auch noch nicht sagen können, aber wir kriegen das raus. Und das ist jetzt eine Luftaufnahme, und da sieht man dann, hier ist dieser Bereich, das vielleicht könnte da das liegen. Jetzt, der Vorteil von diesem digitalen Stadtlexikon ist, dass ich mehrere Karten vergleichen kann. Deswegen habe ich jetzt die Karte nochmal und dann die aktuelle Karte jeweils 50, und dann sieht man, es steht ja praktisch nichts mehr von den Gebäuden, den historischen, außer hier dieser eine, das hier, glaube ich, die steht noch. Ja. Die Hingerichteten wurden dann auf dem Steinhaltenfriedhof beerdigt, also ich weiß es nicht von allen, aber von fast allen. Und hier ist jetzt der Steinhaltenfriedhof. Unten, da sind die Friedhofsgebäude, hier ist der Eingang. Und wenn man jetzt hier reinläuft, dann um die Ecke und dann nach oben läuft, dann kommt man zu dem Bereich, wo die beerdigt wurden. Ich vergrößere das mal. Und das ist das Grabfeld, die Abteilung X. Da sieht man nichts. Also da ist eine Wiese. Und da sind aber die meisten von den Hingerichteten bestattet worden. Manche sind dann umgebettet worden von dort aus, wie zum Beispiel Ewald Huth nach Villingen. Und auch andere. Oben gibt es
die eine Ostarbeiterabteilung, also es gibt an keiner dieser Stelle irgendeinen Hinweis auf irgendetwas, sondern das ist einfach Friedhof. Und das sieht so aus, da sind so Steinplatten, auf jeder dieser Steinplatten stehen vorne und hinten 15 Namen und einer von denen, mit den, der den ich im Sterbeurkunde Stadtarchiv gefunden habe, das war der Wladimir Efimenko und das ist ein Ukrainer, der SS, bei der SS-Polizei war. Das ist noch nicht geklärt, weil alle, die ich frage, sagen, was Ukrainer haben, also ich vermute mal, dass er Zwangsarbeiter bewacht hat. Die ukrainische Polizisten haben in Deutschland, im Reich, Zwangsarbeiter bewacht, wissen wir gar nicht. Also ich meine, sicherlich weiß es irgendjemand, ich bin aber noch nicht drauf gestoßen, weil bekannt sind die ukrainischen, die galizischen, die aber ja dann für die bei den KZs im Einsatz waren, noch nicht im Reichsgebiet. 1965 wurden viele von denen, die da noch übrig waren, manche Gräber wurden aufgelöst, andere wurden umgebettet und dann wollte man die zusammenführen und ihnen Ehrengräber geben und sie kamen auf den Waldfriedhof. Diese Informationen, die habe ich durch die Unterstützung von der Frau Seidu und dem Stadtarchiv, die diese Akten aus dem Friedhofsamt, ja, ich sag jetzt, die dafür gesorgt hat, dass die Akten aus dem Friedhofsamt ins Stadtarchiv kamen und dort konnte ich sie dann angucken. Und da habe ich dann auch noch einen Fall gefunden, den ich bisher nicht kannte. Aber der Kern der Akten war, dass diese 17, um die es sich handelt, umgebettet worden sind in diesem Bonatzschen Ehrenhain. Das ist ja die Anlage, da hat man hier so einen Altartisch. Hier ist die Mutterheimat von Grävenitz. Und dann sind diese beiden in diesen beiden Feldern befinden sich Gräber von Hingerichteten. Eigentlich ist das ja eine Gedenkstätte für Opfer des Ersten Weltkriegs. Ich weiß nicht, wieso da Lücken drin sind. Ich weiß eigentlich fast nichts. Ich weiß nur, dass sie da jetzt 17 drin sind, bei denen ich Nachweise habe, dass die erschossen worden sind. Darunter finden sich aber auch welche, bei denen die da einen Ehrengrab haben, wo dann steht, und zwar bei Vieren ist das, Selbstmord durch Erschießen. Ich habe in Degerloch einen Fall, Selbstmord durch Erschießen. Da gibt es einen Stolperstein für einen Reinhold Brückle. Der ist in Ulm erschossen worden. Seine Schwester ist Zeitzeugin. Da gibt es ein Buch, die berichtet. Also man kann davon ausgehen, dass der dort hingerichtet worden ist als Deserteur. Und in der Sterbeurkunde in Stuttgart steht Selbstmord durch Erschießen. Das heißt, es ist durchaus möglich, dass diese vier auch hingerichtet worden sind. So sieht es dann aus, ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Also alle Friedhöfe sind ein Besuch wert. Und hier ist jetzt noch eine kleine Bemerkung. Da ist eine Stele, den in den Kolonien gefallenen Württembergern 1884-1918, Togo, Kamerun, Afrika, Deutsch-Ostafrika, Südsee, Kianchau. Ich habe im November mal da Lichter draufgestellt auf die, in denen Hingerichtete beerdigt sind. Und da sieht man also, das ist dann so. Erstreckt sich über diesen Bereich. Jetzt habe ich ja sehr wenige Detailinformationen. Die meisten sind von dem, wo ich Näheres weiß, sind Deserteure. Aber Deserteur ist halt ein Riesenbereich. Die Vorstellung, dass das Drückeberger sind, das ist völlig abwegig. Weil jeder wusste, dass das lebensgefährlich ist.
Also Drückeberger könnte man, wenn, das ist jetzt nicht mein Sprachgebrauch, aber könnte man Militärrichter nennen. Und die, also wenn jemand sagt, ich möchte jetzt irgendwo sein, wo es möglichst nicht knallt, oder zumindest nicht, auch nicht. Und jetzt bei denen, das ist ein Fall, der ist jetzt nicht exemplarisch, aber das ist etwas, was man eigentlich nicht so im Auge hat, wenn man an Deserteure denkt. Ich denke an Deserteure, an welche, die sagen, diesen Staat unterstütze ich nicht, ich hau jetzt einfach ab. Oder ich will nicht sterben, ich hau einfach ab. Oder gegen diesen Staat muss man kämpfen, ich laufe auf die andere Seite über. Aber eine nicht geringe Zahl sind solche wie Wolf Sagel-Zielenski. Alles, was ich habe, sind Akten, NS-Akten. Das heißt, ich weiß nicht, was der Wolf Sagel-Zielenski sagen würde zu dem, was hier steht. Er bezeichnet sich selbst als leichtsinnig und vergnügungssüchtig. Seine mangelhafte Erziehung hat dazu geführt, dass er auf Abwege geriet. Seine erste Strafe erhielt er bereits während des Arbeitsdienstes. Seine zweite Strafe wegen eines Kameradendiebstahls begann im Munsterlager, verbüßte er in Torgau. Sagel-Zielenski behauptet während seiner Gefängniszeit in Torgau nur noch mehr verdorben worden zu sein, da er von anderen Häftlingen dieser Strafanstalt immer wieder gehört habe, wie man sich unrechtmäßig Geld verschaffen könne. Die, also das Muster, was, also das sind Serien von Strafen, die er vorher bekommen hat, und das Muster ist das, was aus dieser Akte spricht, das ist jemand, der hat einfach kein Lebensrecht. Also dieses Zitat würde ich jetzt mal nicht für wahre Münze nehmen. Und jetzt hat er wegen militärischen Diebstahls hat er eine Strafe bekommen und wurde dann aber nicht im Gefängnis, sondern in eine Strafabteilung des Wehrmachtsgefängnis Bruchsal gebracht. Und das war Zwangsarbeit. Das heißt, sie sind dann morgens hingefahren worden zu einer Arbeitsstelle. Dort haben sie dann in einem Schuppen, sind alle in den Schuppen und dann sind sie geschlossen zur Arbeitsstelle. Und dann sind sie, der Zielenski und Hülshorst, sind dann auf den Abort gegangen, wie in der Akte steht, haben gewartet, bis die anderen weg sind. Der Sagel-Zielenski hatte noch seine blauen Kleidung als Marinesoldat. Das haben sie dann unter den Trillich angezogen und sind dann abgehauen in den Wald, sind in ein Gartenhaus eingebrochen, haben sie auch umgezogen, dass sie jetzt nicht mehr mit diesen Zwangsarbeiterklamotten rumgelaufen sind. Und da haben sie dann Kleider gestohlen in diesem Wochenendhaus, haben ein paar Dinge mitgenommen zum Verkaufen. Dann sind irgendwelche Bauern hinter ihnen hergelaufen, dann haben sie sich versteckt in einem Güterzug und am nächsten Tag haben sie Fahrräder geklaut und in verschiedene Richtungen davon gelaufen. Also eine völlige Verzweiflungstat, also keine Spur von einem Plan. Und das ist aber, also in Degerloch gibt es einen Stolperstein, also den ich schon genannt hat, der in Ulm hingerichtet worden ist, den seine Schwester sagt, der ist aus Liebeskummer. Aus der Kaserne weg, weil er zu seiner Freundin wollte. Das heißt, das sind halt dann so Kurzschlusshandlungen, wo man dann reinschlittert und dann steht da nachher ein Todesurteil. Die zwei bekannten Fälle sind, die schon lange bekannt sind, sind Gustav Stange, ein Zeuge Jehovas. Also ich weiß es jetzt eigentlich nicht, ich habe mit jemandem von Zeugen Jehovas telefoniert, die mir dann gesagt hat, eigentlich würde es heißen Jehovas Zeugen, wie auch immer. Also jedenfalls ist das die am stärksten verfolgte religiöse Gemeinschaft. Die sind schon, und zwar einfach deswegen, weil die stehen dem Staat eigentlich zunächst mal neutral gegenüber, aber ihre, es gibt keine Unterwerfung unter einem Staat, keinen Eid auf irgendeinen Führer, auf irgendein staatliches Organ. Und das hat dazu geführt, dass von den 30.000, die es gab, 9.000 in Haft waren, 3.000 in Konzentrationslagern mit einer eigenen Gruppe und 1.200 ermordet worden sind. Das ist
jetzt bekannt, auch Ewald Stange. Gustav Stange. Seit 1989 durch die Doktorarbeit, noch eines zurück, von dem Detlef Garbe. Gleichzeitig im selben Jahr 1989 stand auch eine Ausstellung in Stuttgart in der NS-Zeit stattgefunden und da kommt der Stange auch vor. Und er hat in Stammheim gewohnt und ist 1942 einberufen worden, hat aber den Eid auf Hitler verweigert und alle Brücken, die man ihm gebaut hat, nicht genutzt und ist dann hingerichtet worden auf der Dornhalde. Für ihn gibt es seit 2007 einen Stolperstein bei der Gelegenheit, ich bin erst seit kurzem in der Stolperstein-Initiative. Stolpersteine haben dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum. Am 15. Oktober findet im Theater, im Schauspiel eine Veranstaltung statt. Seit März ist die Zahl der Stolpersteine in Stuttgart über 1000. Und seit Mai ist die Zahl der Stolpersteine europaweit auf über 100.000. Das jetzt nur so. Jetzt zu Ewald Huth. Er stammt aus Hersfeld, hat die Kirchenmusikschule in Regensburg besucht. Wegen eines Sehfehlers ist er im Ersten Weltkrieg untauglich gewesen. Hat sich dann im für das Rote Kreuz gearbeitet, ist auch ausgezeichnet worden, war dann Chordirektor und Organist und 1923 hat er Maria Krohmann geheiratet. Die Abbildung, die man hier sieht, die ist von einem Mitgefangenen 14 Tage bevor er erschossen worden ist, erstellt worden. Hier ist eine Abbildung, wo man ihn sieht. Der hat mit seinem Chor Ausflüge gemacht und das ist ein Buch von einem Herrn Fleig, der solche Bilder da zusammengetragen hat. Tobias Dahmen, ein Grafiker und Autor von Graphic Novels, da kann man ja auch einen Blick reinwerfen, der hat 2016 ein preisgekröntes Buch, Graphic Novel, geschrieben über eine bestimmte Musikrichtung, die ich vorher nicht kannte, dem sein Vater war in Düsseldorf zur Schule gegangen, die Schule ist zerstört worden, dann hat er einen Schulweg gehabt durch die halbe Stadt, dann hat sein Vater seine Verbindungen nach Villingen genutzt und dafür gesorgt, dass der 13 Jahre alte Sohn dann nach Villingen kam und sie in die Familie vom Ewald Huth. Diese Graphic Novel, die er jetzt verfasst hat mit dieser Geschichte, wo auch Ewald Huth einen großen Teil einnimmt, die ist in Arbeit und freundlicherweise hat er mir das zur Verfügung gestellt, obwohl das jetzt noch gar nicht fertig ist. Aber, das ist der Münsterplatz und wir sehen hier ein Tor. Ich gehe mal kurz zurück, weil da steht der Tobias Dahmen gerade davor. Genau, ein Meister der Fotografie. Das ist der Karl Leo, der da entlangläuft, kurz Cleo. Und das ist jetzt aus dem Buch. Genau, das kann ich jetzt nicht richtig lesen. Also auf jeden Fall hat der Ewald Huth die Familie ihn außerordentlich herzlich aufgenommen und ich hab dich lieb, Papa Huth, das hat sich jetzt nicht der Autor ausgedacht, sondern er hat mit seinem Vater ein Interview geführt und der Vater hat bei dem Interview immer von Papa Huth geredet.
Der Karl Leo hat einen Bruder gehabt, der war an der Ostfront. Dann hat er Ewald Huth gefragt, wo ist der denn jetzt? Ewald Huth hat nachts immer Feindcenter gehört und hat dann eine Karte ausgepackt und hat dem Leo gezeigt, wo die Front ist und wo sein Bruder ist. Aber bitte nicht in der Schule erzählen. Jetzt gab es zwei Ereignisse. 1943 im Frühjahr gab es Streit mit einer Nachbarin und da gibt es verschiedene Angaben. Die eine ist jetzt Frühjahr und die andere ist August, wo der Streit stattgefunden hat. Und der Sohn von der Nachbarin, der war in der NAPO, also in der Nationalsozialistischen Erziehungsanstalt. Und da hat der Ewald Huth, der dann erzählt, was er von diesem Verein hält. Und wenn eins sei froh, dass er keinen Sohn hat, sonst müsste er den erschießen, bevor der zu sowas geht. Die Frau Fleig, den Namen Fleig haben wir vorhin schon gehört, das ist dieselbe Familie. Und im August ist ein Fahnenjunker, der einen Heiratsantrag von einer der Töchter von Huth stellen wollte. Und dann hat ihm Huth dann mal erklärt, dass das überhaupt nicht zustande kommen kann und hat ihm dann der Gelegenheit, genau das ist jetzt. Also ich kann es nicht lesen, aber sie selber hat ihm jedenfalls erzählt, was er von diesem Staat hält und dass so jemand wie er natürlich nicht in Frage kommt. Das war August. Jetzt gibt es Angaben, dass der Streit mit der Nachbarin auch im August war. Ich vermute mal, dass die dann vorgeladen worden ist, weil in so einer Geheimstadt gibt es ja keine echten Geheimnisse und dass man das dann bei der Gelegenheit zu Protokoll genommen hat, um es im Verfahren einzubringen. Wie auch immer, Spekulation ist auch, ob das Zufall war, dass er jetzt, nachdem er untauglich im Ersten Weltkrieg war, dann im Zweiten Weltkrieg plötzlich eingezogen wird. Der Punkt ist aber, das ist ein Riesenunterschied, ob er jetzt ein Zivilist ist oder ob er dem SS im Polizeigericht unterstellt ist. Das Schlimmste, was es an Gerichte gab. Also ich unterstelle mal, dass das kein Zufall war. Der Haftbefehl erging am 18. März und der Gerichtsherr war Hoffmann. Also ich habe jetzt eben gesagt, ich kenne, mir ist kein Fall von einem Richter bekannt, der verurteilt worden ist, aber mir ist ein Fall von einem Gerichtsherrn. Dieser Hoffmann war nicht irgendein Hoffmann, sondern das war Otto Hoffmann. Und Otto Hoffmann war der Chef des Rasse- und Siedlungsamts der SS. Das war also ein Haupttäter, der auch zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, aber natürlich nach 6 Jahren freikam. Das war der Gerichtsherr, der das Verfahren organisiert hat. Und in die Wallenstraße 16, in der hat dann die Verhandlung stattgefunden, wie der Gerichtssaal aussieht, wissen wir natürlich auch, da wissen wir nicht. Und hier ist das Feldurteil und da sieht man also die Wallenstraße 16. Richter war Obersturmbannführer Hoffmann, der ist aber ein anderer Hoffmann. Also das heißt, der ist schon mit 2F und vom Titel her. Und wegen Zersetzung der Wehrkraft und zum Verlust der bürgerlichen Ehren wurde er dann zum Tode verurteilt. Und es war ganz klar, es geht nicht nur um Ewald Huth, sondern es geht da einen bekannten Katholiken, von dem jeder in der Stadt wusste, dass der nichts von diesen Nazis hält, unabhängig davon, ob er jetzt irgendwelche öffentlichen Reden dazu gehalten hat. Und das heißt, man wollte dem Katholiken damit auch
also an ihm ein Exempel statuierenden Katholiken, sagen Leute, passt auf. Also weil er ist ja die kirchliche Beziehung, die schwarze Maus. Und er war dann einige Monate im Gefängnis und ist dort von allen, also hat sich um jeden von seinen Mitgefangenen gekümmert und ist dort auch Paragut dann genannt worden. Und die bemerkenswert finde ich immer, was Ähnliches gibt es auch von Stange, dass sie dann nachher da ohne Verbitterung und ohne Hass dann sagen, betet für unsere Feinde und tragt nicht Groll im Herzen. Der liebe Gott mag ihnen allen gnädig sein. Es gab die Möglichkeit zu Gnadengesuche. Das hat die Maria Gut dann auch gleich gemacht. Das ist abgelehnt worden. Und das ist hier jetzt die Kantine. Möglicherweise ist der Gut auch kurz am Anfang in der Kantine gewesen. Die, also heute unter dem Namen Garnisonsschützenhaus bekannt. Mhm. Und dann wurde er in der Maschine, der Schießstand, erschossen. Und Beerdigung, jetzt sind wir wieder auf dem Grabfeld X. Da hat der Herr Werwey von der Inspektion Klein-Haltenfeld, hat ja, als wir 2021 mit Frau Kronheisen dort waren, hat uns da hingefahren, weil ich hätte keine Ahnung, wo die Stelle sein könnte, wo er beerdigt wurde. Und dann das Grab umgebettet nach Villingen. Die Maria Hut hat sofort, also schon ja vor der Hinrichtung gekämpft und hat nach dem Krieg sofort weitergekämpft, Verfahren, Wiedergutmachungsverfahren, an Aufhebung des Urteils angestrebt und hat, sicherlich war sie die treibende Kraft, die dann auch erreicht hat, dass 1969 dann zum 25-jährigen Jubiläum ein Gedenkgottesdienst stattgefunden hat, der dann auch veröffentlicht wurde mit dem Geleitwort von dem Landtagspräsident Kamil Wurz. 1974 wurde eine Straße nach ihm benannt. 1977 hat Gabriele Kroneisen, heute Gabriele Becker, ihre Zulassungsarbeit über die Rolle der katholischen Kirche im NS-Staat unter besonderer Berücksichtigung politischer und persönlicher Schicksale in der Stadt Villingen geschrieben. 1999 wurde Hut als Märtyrer, also Blutzeuge aus der Zeit des Nationalsozialismus von der katholischen Kirche gewürdigt. Das ist also eine ganz dicke Schwarte, wo für ihn dann eine Seite drin ist. Und 2001 eine Tafel an der am Kaplaneibau, also das Gebäude, was wir vorhin gesehen haben, wo der Dobby Dahn davor stand. Und der Vater der beide heute anwesenden Enkeltöchter von Hut hat dann zusammen mit dem Heimatforscher Colli einen langen Artikel, der für mich die erste und ausführlichste Quelle war. Ein Gemeindesaal ist auch noch hier nach ihm benannt. Und am 6. März 2020 wurde dann ein Stolperstein für ihn verlegt. Da wurde jahrelang drum gekämpft um die Stolpersteine, weil Villingen hat Wert drauf gelegt, bundesweit dadurch bekannt zu werden, dass der Gemeinderat zweimal Stolpersteine ablehnt. Und Gabriele Becker, also eine von den beiden, die nachher im Gespräch mit Christine Lehmann sind, hat am 18. November 2019 eine Veranstaltung zum 75-Jährigen gemacht,
bei der dann aber schon, ich habe den Artikel gelesen, der Gemeinderat wohl grünes Licht gegeben hat, dass man jetzt da nicht im Wege steht. Und die 2019 hat Ulrike Kroneisen Stuttgart besucht und ich habe hier die verschiedenen Stellen gezeigt und hat recherchiert und vieles, alles was ich weiß ich letztlich von der Familie. Und durch die Recherche von der Frau Kroneisen ist da jetzt noch einiges dazugekommen, was ich vorher nicht wusste. Und damit beende ich meinen kurzen Vortrag. Christine Lehmann, Journalistin, Autorin, Vorsitzende vom Schriftstellerverband Baden-Württemberg, Stadträtin und eine der eifrigsten Kämpfer für den die Renovierung und den öffentlichen Zugang für diese Gebäude oben auf der Domhalde Kampf- und Schützenhaus. Ja, guten Abend. Ich bin ganz erschlagen, muss ich sagen, von dem, was wir jetzt alles gehört haben. Ich weiß gar nicht, wie es Ihnen beiden geht. Sie haben praktisch die Geschichte nochmal erzählt bekommen. Es läuft. Ja, also ich habe mich immer gefragt, also auch jetzt wieder, wann Sie eigentlich in Ihrer Kindheit, Sie haben ja den Großvater nie kennengelernt, wann Sie eigentlich angefangen haben, nach dem Großvater zu fragen und erfahren haben, was das für ein Mensch war und wie Sie das erfahren haben. Hatten wir darüber geredet oder hat man nicht mehr darüber geredet? Vielleicht Frau Kroneisen? Natürlich war uns die Geschichte bekannt, aber ich glaube, meine Schwester hat relativ einiges früher recherchiert und geschrieben. Ich glaube, da ist besser, wenn Sie was dazu sagen. Ja, aber das kam sie erst später. Als Kind, also man wächst ja auf und hat keinen Großvater. Die Frage ist ja immer, was war das für ein Mensch? Waren Sie 8 Jahre alt oder 11 Jahre alt oder 12 Jahre alt, als Ihnen klar wurde, der ist erschossen worden, der ist hingerichtet worden? Das kann ich gar nicht mehr so sagen. Also ich denke, eigentlich war es immer bekannt. Also okay. Die Geschichte war schon bekannt. Mhm. Also seit ich denken kann, war es so, aber es ist eigentlich nie drüber gesprochen. Also es war schon immer ein bisschen undurchschaubar. Also ich habe eigentlich erst so gefragt, wo ich schon älter war, nach den Hintergründen. Mhm. Also man hat schon gemerkt, das ist immer ein Thema, da wird nicht so gern drüber gesprochen. Und als ich dann doch ein bisschen mehr Gedanken gemacht habe, da habe ich dann schon mal nachgefragt. Aber es war immer, also 2, 3 Sätze und dann kam eine Träne und dann habe ich mich zurückgezogen und habe dann nicht weiter gefragt, weil ich gemerkt habe, es ist ein ganz sensibles Thema. Sie wollte aus der Rückschau eine Erklärung dafür, warum das so sensibel war? Traumatisch einfach. Was war daran so traumatisch? Ja, also wenn sie den Vater verliere durch Nazis, ich glaube, das ist Trauma genug. Also war einfach, es kam immer wieder hoch, diese Geschichte. Und ja, also im Alter war es dann so, dass meine Mutter immer erzählt hat, ich habe das vor Augen, wie er abgeholt wurde. Und ja, also es ist ja bekannt, dass wenn man Trauma nicht verarbeitet, dass es dann im Alter rauskommt. Und so war das auch bei meiner Mutter, dass sie halt dann die ganze Geschichte aufgearbeitet hat im Alter eigentlich erst. Ja. Da hat sie dann auch drüber sprechen können, aber so in jungen Jahren war es ganz schwieriges Thema. Ja.
Also ich bin ja selber auch die Tochter von Eltern, die den Krieg erlebt haben. Die Frage, die sich, also sagen wir mal so, heutzutage würde man sagen, ach, ich bin stolz drauf, mein Großvater war ein Widerstandskämpfer, der hat deutlich gemacht, dass er mit diesem Regime nicht einverstanden ist und eigentlich bin ich jetzt stolz auf den. Aber was ich auch gelernt habe, gerade durch Sie, ist, dass man das mit dem Stolz eine sehr zweischneidige Sache ist, weil sich da auch Schmerzen dahinter verbergen. Ne? Habe ich es wieder so richtig verstanden? Ja, und man fragt sich natürlich dann schon, wenn man eigene Kinder hat, er hat ja zwei Töchter gehabt, die er quasi verlassen hat, wie wird es mir gehen? Also diese Frage, was würde ich machen? Ja, ich bin eigentlich auch sehr wahrheitsliebend, aber würde ich da hinstehen, wenn Nazis rundum, also ich habe Bilder gesehen in diesem Fleig-Buch, wo überall in Villingen diese Fahnen waren, das hat mir schon Angst gemacht, das anzuschauen. Und da denke ich dann auch, wie hätte ich reagiert? Also da fragt man sich schon, wie hätte ich da reagiert in dieser Situation? Ja. Haben Sie so Erinnerungen daran, dass man es ihm vielleicht auch etwas übel genommen hat, dass er dann den Mund nicht gehalten hat? Nee. Das nicht? Nee. Dass er was gehalten hat? Dass er nicht diplomatischer war, ja, sondern den Mund nicht gehalten hat. Also Sie, Frau Becker, Sie haben ja dann tatsächlich gekramt, auch für Ihre Diplomarbeit oder Zulassungsarbeit. Haben Sie sich das Thema ausgesucht, weil Sie diesen Hintergrund haben? Ja, ganz klar. Also ich sehe es auch ein bisschen anders wie Sie, weil es ist ja so, die Maria Huth, meine Oma, seine Frau, hat ja von Anfang an bei uns gewohnt. Und wie ich jetzt erst später erfuhr, hat sie mich auch großgezogen eigentlich. Wir haben oben im Dachgeschoss mit ihr zusammen gewohnt, also mit der Oma. Und da war eigentlich schnell klar oder immer wieder klar, warum wohnt sie da mit uns zusammen? Klar, weil ihr Mann eben hingerichtet worden ist und ganz tragisch. Und es hingen überall die Bilder von ihm und der Abschiedsbrief hing. Und also ich war da ganz früh, finde ich, schon mit konfrontiert. Einfach schon durch diese Anwesenheit der Oma, die bei uns war und nicht in ihrem Haus mit ihrem Mann und die mich großzog. Tatsächlich auch nachts als Baby hat sie mich getröstet, habe ich jetzt erst vor ein paar Jahren erfahren. Also unglaublich, weil meine Mama auch halt total traumatisiert war. Sie hat erst die Schwester am Blinddarmdurchbruch verloren, ja, mit 4 Jahren, obwohl sie im Krankenhaus waren, die haben es nicht erkannt. Dann ihren Mann, Magendurchbruch, ihren Bräutigam, dann 2 Kinder von mir, Vater, ne, hingerichtet worden, dann 2 Kinder, 2 Geschwister von mir, ein Junge wurde 1,5 behindert und dann kam ich. Ne. Und das wusste ich schon recht bald, dass das so eine Geschichte war. Bin dann auch ganz früh zur katholischen Jugend, war so gleich eine Linke, dann so mit Brasilien, Südamerika und diese ganze Theologie der Befreiung hat mich fasziniert. Und ich war also schon mit 13, 14 sehr politisch, war auch auf der ersten Schülerdemo gleich. Und und Ihre Frage jetzt, das zu meiner Kinder. Ja, das war also mit der Zulassungsarbeit, genau. Da ist ja dann doch durch die KG kam ich eben drauf, dann Theologie und Deutsch zu studieren und das Lehramt. Und habe dann ja auch durch das Fach Theologie dann dieses Thema gewählt, weil ja, mein Vater mich uns eigentlich schon immer imponiert hat, so, ne, also mein Vorbild war es total. Und ich habe die Tränen nicht ganz so oft erlebt, aber du hast auch die Eltern viel länger auch erlebt und auch die Oma länger erlebt als ich. Vielleicht kam das dann auch später noch, aber sie kam. Oft saß ich mit ihr am Sofa und habe dann schon mit ihr reden können. Auch während der Zulassungsarbeit haben sie mich unterstützt. Also Sie haben, wenn ich was wissen wollte,
Also das große Schweigen wie so manche Soldatenfamilie, das habe ich jetzt nicht empfunden. Die haben dann schon mir Auskunft gegeben. Und ich habe ja Zeitzeugen interviewt für die Zulassungsarbeit. Einen Dr. Hessler zum Beispiel, der im Kirchenchor sang bei meinem Großvater. Und der mir gesagt hat, er hätte Juden krank geschrieben für den Transport, dass die transportunfähig sind. Das fand ich sehr imponierend, ne? Dass man so auch mutige Menschen da erst durch dieses Zeitzeugengespräch dann so entdeckt hat. Bevor wir wieder zurückkehren, noch eine Frage. Wenn man so eine Arbeit schreibt, also dann auch schreibt über eigene Verwandte und anfängt rumzufragen, was macht es dann eigentlich? Also es lösen sich vielleicht Missverständnisse, man lernt etwas Neues, vielleicht gewinnt man sogar ein anderes Gefühl zu der Figur. Naja, das Gefühl kam wie bei dir eigentlich erst später, wenn man so eigene Familie und Kinder hat. Ich habe 3 Kinder, 3 Enkel, ne? Dass man denkt, oh, war das so richtig? Ja? War das dein richtiges Vorbild? Aber das habe ich schon beibehalten. Aber so. Ich habe auch als Religionslehrer diese Feindesliebe immer gesagt, das ist übermenschlich, ja. Auch so Gandhi und so immer gern unterrichtet. Feindesliebe ist was Übermenschliches, ne? Ohne dass ich das mit meinem Großvater jetzt erwähnt habe, aber ich empfand das so und gleichzeitig kamen dann schon, wie bei ihr, auch so ein bisschen Zweifel mal, war es wirklich so richtig, ja? Dass er da die Familie dann so in Gefahr brachte oder ja, also auch die Familie war ja in Gefahr, die hatten auch Angst. Manchmal wurden die in Sippenhaft genommen. Das sagte meine Großmutter. Die hatten selber auch Angst, verhaftet zu werden. War das so richtig, ja? Die Frage stellt man sich als Familienangehörige und als Mutter von 3 Kindern. Aber Vorbild ist er für mich immer noch. Und Sie, Vorbild. Sie, Frau Kroneisen, haben ja eigentlich dann später ganz intensiv angefangen zu recherchieren. Wie kam es denn dazu? Ja, Sie haben ja den Herrn Dahmen gesehen. Den habe ich durch einen ganz blöden Zufall in Villingen getroffen, mit dem jetzigen Chorleiter. Und er erzählt, dass ein Herr Dahmen, sein Vater, bei meinem Großvater gewohnt hat. Und dann bin ich in Tränen ausgebrochen, ich habe es gar nicht verstanden. Und da habe ich gemerkt, also irgendwie die Geschichte macht mehr aus mit mir, wie ich gedacht habe. Ich merke es jetzt schon wieder. Und dann habe ich gedacht, also ich muss jetzt auf die Suche gehen. Leider waren meine Oma und meine Mama haben nicht mehr gelebt, konnte ich nicht mehr fragen. Die einzigste ist, es gibt ja noch eine Tochter von Ewald Huth hier in der Nähe von Backnang. Die ist aber leider schon fast 92, wäre gern gekommen, aber sie schafft es nicht. Aber sie sagt, sie ist mit Herzen dabei. Und sie steht mir immer mit Frage, wenn ich Frage habe, kann ich sie anrufen. Aber ansonsten wollte ich einfach selber mich informieren, was war da los und wo ist er beerdigt, wo ist er erschossen. Und dann bin ich auf die Suche gegangen und dann habe ich das große Glück gehabt, den Herrn Maurer zu treffen und der mir auch sehr viel Informationen gegeben hat und für mich war das einfach wichtig. Was war da so wichtig? Ja, ich glaube, das waren diese Zweifel, ja, warum hat er das gemacht und was ist da passiert und ja, ich wollte einfach, ich war schon immer neugierig, aber wie gesagt, ich konnte meine Eltern nicht fragen oder meine Mutter nicht fragen. Ich weiß nicht, warum das bei mir anders war, bei meiner Schwester. Vielleicht habe ich intensiver gefragt und das habe ich nicht ausgehalten, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ich war immer neugierig, was da eigentlich passiert war, aber ich bin immer offen mit dieser ganzen Situation umgegangen. Ich habe mit meiner Tochter ganz offen gesprochen. Für mich war klar, ich habe kein Problem damit. Aber als das Erlebnis war, habe ich gemerkt, also da ist irgendwas steckt drin und jetzt muss ich auf die Suche. Und was hat sich jetzt verändert für Sie, nachdem Sie sich auf die Suche begeben haben? Also wir haben jetzt viel erfahren. Wahrscheinlich wissen Sie noch viel mehr, als wir jetzt hier erfahren haben.
Also es hat sich sehr viel geändert. Ich weiß heute, er musste so handeln. Mhm. Also das ist eigentlich die Erkenntnis, wo für mich ganz wichtig war. Können Sie uns das auch erklären, warum musste er so handeln? Er war so gläubig, er konnte das nicht mit ansehen, dass, was da passiert war. Er hat es auch mit seiner Frau besprochen, sie stand voll hinter ihm. Das hat er auch im Brief nochmal erwähnt. Er konnte nicht anders handeln. Das war einfach für ihn der einzige Weg. Und er hat auch immer an seine Familie gedacht, das habe ich auch erfahren. Er hat sich Sorge gemacht, wie es seiner Familie geht, aber er konnte von seiner Person nicht anders handeln. Und das ist für mich einfach eine gute Erkenntnis. Und ja, das war eigentlich die ganze Recherche wert. Ja, also das Verständnis zu gewinnen für eine Entscheidung, die einen eigentlich so betrifft, ist auf jeden Fall die Recherche wert. Das finde ich auch. Ich stelle mir ja vor, als Nicht-Betroffene, dass er vor allem deswegen nicht anders handeln konnte, weil er seine Tochter keinem Nazi geben konnte. Oder ist das eine falsche Interpretation? Ich denke, das sind mehrere Sachen da zusammengespielt. Also natürlich, wenn man merkt, dass das so nah an die Kinder kommt, muss man sie noch mehr schützen. Ja. Also er hat zum Beispiel, meine Mutter hat erzählt, mal später dann, er hat immer gesagt, wenn ich keine Kinder hätte, würde ich Hitler selber umbringen. Also ich kann es nicht bezeugen, sie hat es erzählt und ich glaube, so hat er gedacht, ja. Aber wo das zu sehr in die Familie kam, da war für ihn dann einfach fertig. Ja? Also da musste er einfach Stopp sagen. Ja? Wobei er seine Meinung ja immer öffentlich im Kirchenchor und überall hat sich mit Pfarrer zu Hause getroffen, jeder wusste, dass er Radio hört und so weiter und so fort. Also ich denke, das war klar, er war ja auch in Schutzhaft schon 1933. Da gab es noch keine Kinder und also ich denke, wie gesagt, das war sein Weg und er konnte nicht anders. Im Grunde ist es fast erstaunlich, dass es seinen Weg so lange noch ergeben kann. Ja, ja. Ja. Also wenn er keine Kinder hatte, wäre der Weg nicht so lange gegangen. Da bin ich überzeugt, jetzt nach dieser Recherche. Er hat sich einfach nur zusammengenommen, weil er Kinder hatte. Sonst wäre er schon viel früher, glaube ich, auf die Barrikade gegangen. Also hätte schon seine Meinung noch öffentlicher. Das heißt, eigentlich sind Sie ein bisschen so ähnlich wie ich vielleicht auch aufgewachsen mit der Gewissheit, dass Sie Eltern und Großeltern, vor allem Großeltern hatten, die ja nicht schuldig geworden sind in dem Sinne, wie viele Großeltern oder Eltern von uns verwickelt worden sind in die Zeit, dass dann zwangsläufig schuldig werden mussten, weil sie mit einem Vorbeteiligten waren. Hat das von Anfang an immer schon eine Rolle gespielt bei Ihnen? Also, man hat eine Schulzeit erlebt, man hat in der Schulzeit beispielsweise nichts über den Nationalsozialismus erfahren und man hat aber Diskussionen angestoßen und so. Waren Sie immer schon irgendwie oppositioneller oder kritischer? Also was Nazis angeht schon. Ja. Also Sie gehören zu der Familie, wo die Familie sagt, wir haben das gewusst. Also niemand sagt, also viele sagen ja, man hat nichts gewusst, aber Ihre Familie hat es gewusst. Und das, also sagen wir mal, von meiner Biografie weiß ich, dass sich das fortführt, bei den Kindern und bei den Enkeln. Also wir haben vorhin auch mal kurz darüber gesprochen, wie gibt man das weiter, nicht nur verbal, sondern oft auch noch anders. Also, ja, Frau Beck. Also diese Traumatisierung ist tatsächlich da, wird mir auch immer klarer und ich weiß noch nicht lang, dass es so wirklich über so viele Generationen gehen kann. Ne? Das ist, weiß ich noch nicht lange. Ich dachte so, habe ich Ihnen jetzt gerade erzählt, dass ich meinem erstgeborenen Sohn ganz viel Verlustängste und überhaupt Ängste mitgegeben habe. Das merkt man manchmal heute noch, hat zwar zwei eigene Kinder, er macht das ganz toll und er ist oft mutig, mutiger als ich als Mutter. Aber ja, und das zweite Kind, das mittlere, die hat schon weniger Ängste mitbekommen von mir, das merkt man, die ist schon tougher als ich damals war. Und der dritte, der ruht in sich selber, der ist heute Arzt in Leipzig und der ist
der surft wie ein Weltmeister, der ist frei von Ängsten. Und das ist richtig schön, den zu erleben. Und dann habe ich gedacht, naja, das flacht so ab, ne? So mit jedem Kind mehr. Ich hätte vielleicht noch ein paar kriegen sollen, die dann noch weniger Angst haben. Also da habe ich schon gemerkt, ne, beim Erstgeborenen habe ich sehr viel, also ich habe auch selber starke Verlustängste. Wenn die jetzt in Ferien fahren, ich mache mir so große Sorgen. Also schon sehr starke Verlustängste habe ich, ja. Oder auch auf Reisen, Ängste und so. Ich meine, Sie persönlich haben den Großvater ja nicht verloren. Und trotzdem... Na, von meiner Mutter. Aber dann natürlich, die Mutter hat den Großvater verloren. Die war schwer traumatisiert, so wie Sie das jetzt ja auch geschildert haben. Die waren mehrere Schicksalsschläge. Und das wirkt sich dann auf die Kinder aus. Ist das bei Ihnen auch so, Frau Vogel? Oder haben Sie das anders? Ich habe auch als erstes. Also Töchter sind ja, die sind immer verschieden. Als erstverbändige Geborene meist mit mir. Also ich denke meine Tochter überhaupt nicht. Die, aber mir das haben wir auch ganz oft. Sie hat natürlich, wir wohnen ja beide in Villingen, hat sie alles hautnah mitgekriegt. Ne? Aber natürlich die ganze Geschichte, wir laufen über den Platz, wo er gewohnt hat, wir gehen in die Kirche, wo er Chordirektor war und so. Da sind wir ganz offen mit umgegangen, also das denke ich nicht, aber es gibt ja Untersuchungen jetzt heutzutage, dass Traumas über die Gene, über so Generationen vererbt werden. Und ja, also ich bin eigentlich das beste Beispiel, weil ich gedacht, ich bin doch ganz cool mit um und habe jeden, wer gefragt hat, erzählt, ganz normal und kommt ein Erlebnis und ich breche zusammen. Also habe ich einfach gemerkt, also scheinbar ist das doch nicht so einfach, so ein Trauma über Generationen von sich zu streifen. Du bist ein bisschen weniger ängstlich als ich, bist du schon immer gewesen, also schon tougher. Und ich war halt die erste lebendige Geborene quasi, oder die nicht behindert ist, die nicht eine Frühgeburt war. Und ich hatte dann auch so Anfälle, so arg epileptische, wie der Bruder, der gestorben ist. Also die haben mich dermaßen, ja, gehütet, behütet und die Oma mit und also das, da habe ich schon viel mehr abgekriegt als du. Ja. Also Sie sind ja jetzt einen weiten Weg gegangen, zum Teil auch mit Bertram Mauer und mir zusammen, was uns sehr ehrt, dass Sie uns da auch am Anteil nehmen lassen, auch hier Anteil nehmen lassen. Haben Sie so das Gefühl, Sie könnten jetzt in irgendeiner Form abschließen mit der Geschichte? Und wie könnte so ein Abschluss aussehen? Sind Sie versöhnt oder ruhiger geworden, Frau Brunheim? Also abschließend denke ich, kann man mit dieser Geschichte nie, aber man kann mit umgehen. Also ich weiß jetzt natürlich viel mehr. Ich habe auch das aufgeschrieben, dass die Nachfahre, was ich jetzt rausgekriegt habe, alles nachlesen können, weil das konnte ich ja nicht. Aber ich denke, man hat seine Geschichte und die trägt man. Und heute kann ich, aber ich habe ja jetzt wieder gemerkt, wenn erzählen, fängt es wieder an. Also scheinbar hat es doch nicht so gefruchtet, wie ich gedacht habe. Aber im Alltag merke ich das jetzt nicht. Also so was wie Frieden schließen, ich meine, das ist ja dramatische Situation und da gibt es Verbrecher und es ist ein Verbrechen geschehen. Ich ziehe so ein bisschen die Frage, kann man irgendwann auch sagen, Sie waren alle Kinder einer Zeit, ich habe keine Rache oder Hassgefühle gegenüber diesen Verbrechern? Also Hass hatte ich eigentlich noch nie. Ich tue mich schon schwer mit dem Satz, vergebt unseren Feinden, also natürlich ein bisschen schwer, aber manchmal, wenn ich in so Situationen komme, dann denke ich an den Satz und versuche es, aber so ganz so einfach fällt mir das nicht. Aber mir macht es schon wegen Angst, wenn ich so höher AfD 19%, ja. Das weckt halt immer wieder. Dann habe ich da schon ein bisschen Angst. Ja, die kommen jetzt verstärkt. Ja, wie geht Ihnen das? In den vielen Etappen allein schon diese Arbeit, dann jetzt die Anteilnahme hier, das Mitfühlen. Ja, so ganz kann man es nicht endlich. Also wie gesagt, dann kommt wieder was. Ne? Dann höre ich jetzt heute, dass dieser Erschießungsstand
dieser Hinrichtungsstätte, Erschießungsstand, noch von der Bundeswehr und Polizei benutzt worden ist, bis 1968, wenn ich das richtig gehört, dann breche ich wieder falsch den Tränen aus. Also das ist unglaublich. Also eigentlich ist diese Leugnung dieser Geschichte, also diese lange Leugnung, das holen wir jetzt wieder hoch. Was für alle schmerzhaft ist, denken wir jetzt auch für die beiden, der schmerzhaft ist. Das ist wahrscheinlich der Punkt, dass man das so... Ja, das ist so. Wobei in Deutschland ja nicht schlecht sind in der Aufarbeitung, aber wir haben es jetzt... Ja, aber viel zu spät. Und was ich halt so ein bisschen schade finde, ich finde, man müsste die jüngere Generation die Demokratie so selbstverständlich nehmen. Ich war Lehrerin, 30 Jahre lang, einfach... Ja, man müsste viel mehr in die Schulen gehen, auch in die Jungen, ne? Auch jetzt hier, also ich bin auch immer glücklich, wenn da Obers gegen rechts mal 2, 3 Jüngere sind. Es muss einfach, ja, wie geben wir das weiter, ne? Was wir da erlebt haben oder was sie jetzt ihre Generation erlebt hat. Ja. Das ist mein großes Anliegen. Ja. Ich habe mich immer gefragt, es ist ja oft was übrig, wenn Leute verschwinden, mit denen man sich so beschäftigt, hätten Sie jetzt eine Frage, die Sie Ihrem Großvater gerne stellen würden? Eine schwierige Frage. Ja. Also was sich noch verändert hat, ich wusste ja in der Kirche, wo er Chorleiter war, bin ich ja auch getauft in Kommunion und so. Und seit dieser Recherche spüre ich ihn in dieser Kirche. Ich merke, dass er da ist und dann rede ich mit ihm. Da habe ich keine Frage mehr. Das ist toll. Die beantwortet er mir. Ja gut, also ich danke Ihnen vielmals, dass Sie sich hier diesen doch sehr persönlichen Fragen gestellt haben und vor allem diesen weiten Weg gemacht haben, um uns allen hier die Fragen zu beantworten. Ich habe vorhin gehört, dass wir Gelegenheit geben wollen, auch Ihnen noch Gelegenheit geben wollen, Fragen zu stellen. Vielleicht wollen Sie auch, ich verlasse dann mal hier diese Position, Herrn Bauer noch Fragen stellen. Insofern wäre das jetzt vielleicht der Zeitpunkt. Wir wollten einfach noch uns offiziell bei Ihnen dreien, auf jeden Fall vor allem bei Ihnen beiden, ganz herzlich bedanken. Also einfach, weil es wurde ja auch schon gesagt, es ist ja auch nicht selbstverständlich, dass Sie uns so an Ihrer Familiengeschichte und an dem, was in Ihnen vorgeht und vorgehen, teilhaben lassen. Also ich fand es ein unheimlich wertvolles Geschenk. Vielen Dank. Auch danke für die total schöne Moderation und für den Input. Vielen Dank. Dann auch natürlich nochmal vielen Dank, dass Sie alle gekommen sind. Auch genau, es gibt noch die Möglichkeit des informellen Gesprächs vielleicht. Wir wollten Sie auf jeden Fall gerne noch, oder ich im Namen der Initiative, auch auf eine Veranstaltung hinweisen, die am 24. Juni hier stattfinden wird um 19 Uhr. Eine Art Gesprächskonzert, so ist glaube ich der offizielle Titel, mit den Liedern aus dem Lager Gürs. Also da werden wir auch hoffentlich den Flügel, der auch von einer Familie hier als Leihgabe zur Verfügung gestellt wird, von einer Familie, wo der Onkel der Euthanasie zum Opfer gefallen ist, und das ist sozusagen auch eine Art Einweihung des Flügels. Und da wollen wir Sie einfach auch gerne herzlich dazu einladen. Jetzt wünschen wir Ihnen auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Seien Sie gerne noch hier und im Anschluss dann auf jeden Fall einen guten Heimweg. Dankeschön.